Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum großen Preis von Spanien. Wir fahren mal wieder Marussia, das Fahrzeug, was mir vom hinteren Feld am besten gefällt und am besten liegt. Wir starten von der 20 als Bianchi und los geht es. Relativ ordentlicher Start, allerdings lasse ich dann schleifen und Chilton kann sich daneben setzen. Ich merke, dass er noch auftaucht, gebe ihm die Spur. Er zieht vorbei, guter Start von Chilton, auch von Van der Garde, sie kommen weg. Und ich bremse mich rein, halte dagegen, versuche irgendwie meine Spur zu finden. Versuche irgendwo eine Spur zu finden, um noch nebenbei vorbeizukommen. Ich nehme die Innenbahn. Und ja, diese Lags sind tatsächlich in-game passiert. Deswegen war ich auf einmal 21. Ich konnte da leider nicht viel machen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich den Anfang von einem Rennen rausschneiden sollte. Es hat mich selber ziemlich abgefuckt. Ich habe mittendrin das Rennen pausiert, um in die Einstellung zu kommen. Aber nichtsdestotrotz habe ich mich nach vorne gekämpft. Bremse mich hier an einem Pulk vorbei. Bin dann direkt auf 15. Komme nach außen neben Bottas. Bottas hat allerdings die Innenbahn, hat mehr Geschwindigkeit. Ich ziehe ihn rein, täusche an, halte daneben. Er gibt mir keine Spur, ich gebe ihm exakt diese Spur. Allerdings die Rest davor, ich muss Schwung rausnehmen. Ich ziehe ihn rein, um zu überholen. Allerdings kommt hier eine schnelle Vollspeed-Kurve, bei der ich nicht ganz mitziehen kann. Gehe aufs Gas, drücke Curse, bleibe neben die Rester, gebe nicht nach. Bremse mich sogar neben Sutil auf dem Vormarsch. Platz 12, Marussia, stark. So, weiter geht's. Der nächste wäre dann Perez in der Reihenfolge. Allerdings glaube ich nicht, dass ich ihn in der nächsten Zeit aufholen kann, beziehungsweise direkt aufholen kann. Das ist eine Geschichte, die für sich spricht. Man merkt allerdings, ich komme gut ran. Hier kommt eine schöne Linkskurve. Ich nutze die Gunst der Stunde, dass er aufgehalten wird, bremse mich daneben. An Grosjean kam ich allerdings auf der Geraden nicht unbedingt ran. Deswegen kleine Blende auf Runde 2. Hier schloss ich dann im kurvigen Teil auf Grosjean auf, der ja im Pulk festhang, und bremse mich daneben. Er gibt allerdings nicht nach, gibt mir eine Spur, ich gebe ihm eine Spur, alles fair. Und man sieht sich, ne, dann wieder eine kleine Blende. 5 Runden her war ich hinter Hülkenberg her. Erwische ich hier eine bessere Linie, kann mehr Schwung mit rausnehmen, um den Geschwindigkeitsunterschied zwischen einem Sauber und einem Marussia zu unterscheiden. Und Hülkenberg macht gleich eine Sache, die ziemlich assig ist. Er suggeriert mir, dass links eine Höhenlücke ist, indem er reinzieht. Allerdings ist das nicht die Stelle, die ich meinte. Egal, bremse mich daneben, halt voran, halte rein und ziehe vorbei. Gut, Platz 5 bis dahin. Mit einem Marussia weiter auf dem Vormarsch. Hier nicht ganz die Linie getroffen, aber es reicht nur, um sich zu halten. Kleine Blende auf das nächste Geschehen. Runde 9, meine Reifen waren runter, ich brauchte neue. Wechsel auf die harten, denke ich mir so. 4. Platz, Marussia, was geht hier eigentlich gerade ab? Wunder? Naja, gut. Marussia, diesmal mit einem für Marussia wunderbaren Stopp, 3,2 Sekunden. Platz 13, ich war eigentlich ganz froh. Das einzige Doofe war, Hülkenberg war wieder vorne und das mit Abstand. Nämlich da vorne mit einem Perez dazwischen. Das hat mich ziemlich genervt und ich bin innerhalb der Runde näher rangekommen. Über die DRS-Zone konnte ich mich wieder ransaugen, bremse mich daneben, ziehe vorbei an Perez, der eh nicht mein Gegner war, sondern Hülkenberg, der eigentliche Gegner war, der durch den Boxenstopp wieder nach vorne gerückt wurde, aber nicht wegkam. So, wir nähern uns der Start und Ziel in eben jener Runde 10. Ich bin im DRS-Fenster und jetzt kommt das Manöver, von dem ich spreche. Er zieht nach rechts rüber, um die rechte Seite zu flanken. Ich denke, ich gehe links daneben, aber er gibt mir keine Spur. Wir kollidieren leicht. Sie kollidieren, die Fahrzeuge bleiben nebeneinander. Die eine Spur, nenne ich, bremst sich auf der Ideale daneben und hat die Position. Platz 8. Stark, aber schwierig. Äußerst schwierig und grenzwertig von Hülkenberg. Die Spur, man muss ein klares Manöver geben, man darf eigentlich nicht, aber es ist noch regelkonform, von daher beschwere ich mich an dieser Stelle mal nicht. Ich mache es selber. Also hier, mit Vollspeed auf der Geraden, mit Schwung halte ich noch dagegen und schaffe dem Hamilton, der gerade frisch aus der Box kommt, noch zu überholen. Das sollte sich hinten raus auf jeden Fall noch lohnen. Ihr fragt euch warum? Denn es regnete. Und ich musste mir Intermediates holen, denn die Reifen waren nicht mehr gut. Alle anderen bleiben draußen, wie man hier auf der Karte sieht. Ich wittere es ein bisschen früher, habe dadurch den Vorteil und bleibe dadurch auch, obwohl ich einen verhaltenen Boxenstopp mit 3,2 Sekunden habe, bleibe ich nach dem Boxenstopp geschmeidig vor dieser Gruppe. Das ist natürlich anzunehmen. Liegt nahe, ne? So, und man merkt, die Bedingungen wurden schlechter. Platz 4, Massa fährt mir hinten rein, setzt sich auch noch neben mich. Äußerst unsportliches Manöver. So, allerdings, die Bedingungen wurden schlagartig schlimmer. Ich hatte ein ziemlich trockenes Setup. Die Regenwahrscheinlichkeit lag bei 2%. Ja. Ich wechselte dann also auf Regenreifen. Denk mir, schön, fahren wir nach vorne. Und dann dieser Boxenstopp. 4 Sekunden plus den Wagenheber, der nicht vorne war. Und dadurch war ich wieder hinter Hülkenberg.
Allerdings waren die Wetterbedingungen so schlimm auf meinem Trockensetup, was ich hatte, dass ich zu Hülkenberg nicht unbedingt direkt aufschließen konnte. Allerdings hatte ich dann noch dieses Überrundungsmanöver mit vor mir Chilton und einem Massa, der unbedingt vorbei wollte, und einem Button. So ziemlich hart an der Grenze, aber wenn man mir reinfährt, was kann ich denn dafür? Ich muss jemandem in der Kurve doch nicht Platz machen. Ich kann mich doch verteidigen. So, dann die nächste Zeit, Runde 26, Jensen Button mit einem Überschuss, einem McLaren Mercedes, der im Regen setzt, aber auf jeden Fall besser liegen sollte als ein Marussia. Kriege die Kurve, kann mich so gerade halten, Button klebt allerdings hinter mir zusammen mit Gutierrez und Massa. Starkes Dreiecksgespann, was hier um Position 6 kämpft. Man merkt, der Marussia liegt im Regen überhaupt nicht gut. Das ist eine ganz andere Geschichte auf einmal. Jensen Button, jetzt mit DRS, kommt daran. Ich fahre ganz klein hier mit in der Fahrbahn, um ihm zu signalisieren. Fräuchen, du musst außen lang. Aber er will innen rein, entscheidet sich jedoch zu spät, um noch irgendwas zu erreichen. Denn im Regen müsste man früher daneben ziehen. Und mein Herz rutschte mir in die Hose. Runde 31, Gutierrez kommt von hinten mit frischen Reifen. Und ich ohne Kehrs. Auf der Langgeraden, Gutierrez setzt sich außen daneben. Wird er überholen können? Nein, er kann sich nicht davor setzen. Denn die Geschwindigkeit mit DRS, respektive Kurs, reicht nicht aus, um daneben zu kommen. Und die Position ist gesichert. Kleine Blende, Runde 22, Ende der Runde. Jensen Button hinten mit einem Überschuss. Ich wieder ohne Kehrs gegen einen McLaren Mercedes. Marussia, der Angriff kommt. Jensen Button setzt sich außen daneben. Ich gebe ihm die Spur. Leicht abgedrängt, allerdings hat Button ja auch schon zurückgesteckt. Ich kämpfe mit Händen und Füßen, um diese Position zu halten. Am Rande des Wahnsinns, am Rande der Zerstörung halte ich diese Position gerade noch. Letzte Runde, vorletzte Kurve. Und ich denke mir nur, wunderbar, das erleichtert die Geschichte doch ein wenig. Allerdings sind meine Reifen abgefahren in der letzten Runde. Gutierrez hinten mit einem Überschuss, Button mit einem Überschuss. Mein Fahrzeug liegt nur noch so lala. Und wir kommen auf die letzte Schikane vor der Zielgeraden. Ich erwische die Kurve irgendwie, versuche mich irgendwie auf der Strecke zu halten. Der Grip ist nicht mehr vorhanden, rutsche von der Strecke, komme allerdings wieder auf die Fahrbahn, komme rechts ran. Er ist noch auf dem Curb, muss dann den Schwung rausnehmen und das ist Platz 6 für Marussia. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Over and out.